So, als allererstes müssen ja die Ventilschaftdichtungen raus, weil die ja erneuert werden. Und da gibt es jetzt mein Werkzeug. Das ist Dentalwerkzeug zum Füllungen eindrücken. Da habe ich mir mal so zwei in unterschiedlicher Größe geholt. Und raus gehen die Dinger eigentlich relativ einfach und ebenso rein gehen sie relativ einfach, indem man hier einfach da dazwischen geht und dann hat man das Ding in der Hand. Und ich zeige es jetzt mal im Vorfeld an, ich hole mal mein Mikrofon da runter und stelle das mal dahin. So, um die reinzubekommen, geht man eigentlich genauso vor. Hinten aufsetzen, hier mit dem Finger das ganze Ding nach hinten positionieren. Dann hier dazwischen. Das war zu weit. Man darf nicht ganz runterrutschen. Die alten drauf zu kriegen ist natürlich immer so ein Problem. So, und das war's schon. Also es geht relativ einfach. Auch mit den neuen. Ich habe da schon mal geübt. Und es gab ja immer wieder die Diskussion, wie macht man sowas am besten, und die drehen durch. Und ich zeige das dann nochmal. Positionieren. So. Also hier rein, hier dazwischen durch und dann einfach so abhebeln und fertig. So, Auslass grün, Einlass schwarz, das merken wir uns. Und jetzt werden wir die Ventile montieren. So, also. Rauszoomen, umdrehen. So, jetzt haben wir hier das Auslassventil. Das wäre das hier. Sauber gemacht habe ich es ja. Öl haben wir auch da. Lassen wir das mal da reintropfen ins Loch. Und dann soll das hier reinfluppen. Geht's von alleine? So. Da drunter hinlegen. So. Schraubendreher. Wo habe ich den? Den hatte ich hier irgendwo liegen. Da liegt er ja schon. Gut. Jetzt brauchen wir die neuen Halbmonde. Die wären, wo sind sie denn da? Aufschneiden. Weil es geht ja dann darum, das korrekte Ventilspiel zu ermitteln. Und das mache ich mit neuen Halbmonden. So. Das wären die beiden neuen. So, jetzt kommt der Schließerschimm. Jetzt müssen wir wieder die Position finden, wo das zurückgeht. Schließerschimm, hoch mit dir. So, Schließerschimm drüber. Jetzt müssen wir die Position finden, wo wir das Ventil runterdrücken können. Da sind wir dran. So, jetzt muss ich nur schauen, wo ich den blockieren muss. Ich muss den hier blockieren. So, schön einführen, runterdrücken. So, und jetzt habe ich nämlich beide Hände frei und kann hier ganz in Ruhe die Halbmonde einsetzen. Ja, und scheiße ist natürlich, wenn die Pinzette magnetisch ist. So, Nummer 1. Ach, ist das angenehm zum Arbeiten. So, Halbmonde sitzen drin.
Jetzt entlaste ich den Kipphebel wieder, ziehe meine Zange hinten raus und verifiziere noch einmal, dass die Halbmonde richtig sitzen. So, drin sind wir. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Öffnerkäppchen. So. Drin. Position suchen, wo es rüber geht. Tack, tack, tack. Da haben wir den OT. So, wir müssen jetzt verifizieren, dass hier eine Scheibe ist. Da ist eine und da ist eine und dann mache ich mal die Klammer rein. Er bleibt da. So. Und jetzt geht die Ventilbetätigung. Gut, stellen wir das Ding auf OT mit der Markierung auf die Markierung. Klappern tut da nichts. Also wird da das Ventilspiel sich eklatant verstellt haben. Jetzt muss ich nur meine Fühlerleere suchen. Moment bitte. So, wir hatten stehender Zylinder. Das ist der hier, weil die Luft ja so durchgeht. Das hier ist der Auslass. Auslass, Öffner 0,23. Und das glaube ich jetzt nicht mehr. 0,23er Blatt. Noch nicht mal mit hochheben. Dann gehen wir mal auf, ich glaube, das ist unter 0,10. 0,10er. Geht auch nicht. Dann hauen wir gleich mal mit 0,03 hinterher. Er geht durch. Ja, 0,4er ist schon saugend. 0,05 geht richtig schwer. 0,06. Es geht nicht mehr. Okay. 0,12 bis 0,15 sollen wir haben. So, ich habe mir hier ja aufgeschrieben auf den Zettelchen, welche Größe Schließer und Öffner haben. Also 0,04, 0,05, nehmen wir mal 0,05 und ich muss auf 0,12, das sind 0,7 weniger. 31 habe ich, 31, 27. Den werden wir jetzt mal Knallfall nehmen. Und zwar vom Einlass. Zum Feder rausnehmen. So. Hier hinein. So. Das war der hier. Jetzt nehmen wir uns mal den da. Fühlt sich schon besser an. Scheibe, Scheibe. So. So. T. 0,10er. Geht nicht. 0,6er. 0,6er fällt durch.
10er geht nicht. Haben wir da noch irgendwas? Moment. So, 07. 07 steigsaugend. Ich würde das als 07 bezeichnen. 6er geht so durch. 07, 08. 08 steigsaugend. Etwas angehoben. Ja, 07 würde ich mal sagen. So, jetzt kommt der wieder raus. Jetzt werden wir uns mal dem Schließerkäppchen annehmen. So, auf OT gestellt. Runterdrücken. Schimm lässt sich leicht drehen. Gut. Also 0,03. Ich bin ja Enthusiast. Ich werde jetzt mal das 0,03er Blättchen nehmen. Runterdrücken. Schimm dreht sich. 0,3er geht durch. So. Was hatten wir denn da vorher? Schließer 0,06. Wenn wir doch 0,06 einmal nehmen. So, 0,06. Runterdrücken. Schließer dreht sich. Geht ganz locker durch. Dann gehen wir mal auf 10. Gleich mal vorpreschen. Schimm dreht sich. 0, 10 geht durch. So, 23. Ich schieß mal gleich vor. Schimm dreht sich. Nein, 23 geht nicht. 15. Machen wir 18 zur Vorsicht. So. Dreht sich. Ja. Null Komma achtzehn. So. Auslass ist das. Stehender Zylinder Auslass. Schließer hatte da 0,06. Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich Trottel den Zylinder falsch interpretiere. Das ist natürlich der liegende Zylinder, nicht der stehende Zylinder. Ach, bin ich ein Trottel. Wenn er stehen würde, würden ja die Kühlrippen so, und das ist der liegende Zylinder, dann sind die Kühlrippen so. Sorry, also. Dann haben wir das Ganze. Liegender Zylinder Auslassschließer 0,18. 0,18 hatten wir gemessen. Und beim Öffner, ja, das ist auch, ich habe hier keinerlei Widerstand, wenn ich jetzt die Nockenwelle drehe. Und ich hätte ja
gerade so, dass man gerade so spürt, dass die Nockenwelle auf den Schließerhebel drückt. Ja? Ich möchte aber, wie gesagt, nur verifizieren, wie das Ventilspiel aussieht. So, Schließer haben wir jetzt. Jetzt kommt da das Öffnerküppchen drauf. So. Und dann hatte der 0,09 laut alter Messung. So. Und das passt jetzt nicht mehr. 0,07, da waren wir doch irgendwo bei 0,04, gell? 0,04. Das geht locker durch. 0,05. Ja, geht schon etwas saugender. 0,06 würde ich als richtig bezeichnen. 0,06. 0,05. Ohne drücken. 0,06. 0,05. Ich will das ja ohne drücken. Ja. 0,05. Das werde ich jetzt korrigieren. Die 18 passt. Und da haben wir 0,05. So. Das lassen wir jetzt mal so. Dann machen wir mal die Klammer rein. Dann kann dem nichts mehr passieren. Upsala. Ich mit meinen Wurstfingern. Ja, so ein halbsteifer Daumen, der beeinträchtigt einen so dermaßen. Halbsteif deswegen, wenn ich den hier nicht mehr zurückdrücken kann. Also der Unterschied dürfte jetzt krass deutlich zu sehen sein. Und das, ja, macht einem das Leben nicht leichter. Aber was soll's. So, einmal umdrehen. Einmal sauber machen. Jetzt brauchen wir Öl. Einträufeln lassen und reingleiten lassen. Zack. Umdrehen. Wo ist mein Zettelchen? So. Jetzt suchen wir uns, das ist erledigt, jetzt kommt der hier und da haben wir auch die neuen Ventilkeile, 1, 2, dann suchen wir uns wieder den Punkt, so, dann suchen wir uns den Punkt, wo, so, Zange. Einmal durchschauen. Das wäre hier. So. Beide Hände frei. Eine super Geschichte. Schließerschirm in Öl. Aufsetzen, gleitet wunderbar drüber. Ich muss aber noch tiefer. Also. So. Gut, passt. Jetzt kommen die Halbmonde. Mein Ventil wird nicht gehalten. Warum wird mein Ventil nicht gehalten? So, und mit dem Schirm drehe ich jetzt den Halbmond nach oben
So. Runterdrücken, Zange raus. Gut. Ventil sitzt drin. Ventil, also Schimmel lässt sich leicht drehen. So, liegender Zylinder, Einlassschließer 0,3 hatten wir da. Und das fühlt sich auch nach 0,3 an, weil ich den Schimmel nämlich jetzt schon drehen kann, obwohl Belastung drauf ist. So, 0,25, 0,30. Jetzt brauchen wir hier wieder OT, beziehungsweise, ui. Ja. So, Markierung auf Markierung. Das ist aber nur bei dem Zylinder so, beim anderen ist es ja eine andere Markierung. Das nur nebenbei. So, runterdrücken. Schimm lässt sich drehen. Na, 0,3 geht nicht durch. Dann gehen wir mal auf 25. Langsam rantasten. Ach, die 25 geht nicht durch. Mal die 15. Schön dreht sich. Ja, 15 geht ganz locker durch. So, 15. Nächste wäre 18. Saugend. Kontrollieren wir mal 20. Na, nur mit äußerster Gewalt, also 18. Ich korrigiere. Liegender Zylinder, Einlassschließer 0,18. So. Machen wir den Öffner drauf. Drauf aufpassen, wenn man das Ding geölt hat, das Öl rausdrücken. No. Wo bin ich denn da? Betätigen wir die mal ein paar Mal. Mal ein Zettelchen da unten rausnehmen. So, Markierung. Und dann schauen wir mal. Hatte vorher 0,14. Also 10er. Das fühlt sich nämlich richtig stramm an. Zehner, stark saugend, 0,9. Stark saugend, 0,8. Ja, das würde ich als 8 bezeichnen. 0,8er, 0,9er. Ja. 0,9. Ich bezeichne das als 0,09. So, Öffner.
0,09 im Einlass. Uhrzeit kurz vor 6, zweiter Zylinder. So, stehender Zylinder, weil die Luft jetzt so da durch kann. Da haben wir die Ventile. Da ist mein Bällchen. Das ist aber das Falsche. Ich wusste es doch, dass das da unten liegt. So, als allererstes kommen mal die Ventilschaftdichtungen raus. Einmal, falls sich jetzt jemand wundern sollte, ich baue die neuen Ventilschaftdichtungen noch nicht ein, weil ich ja die Ventile nochmal, beziehungsweise die Schims nochmal rausnehmen muss, um sie gegen die richtigen zu ersetzen. So, also einmal umdrehen. Sauber habe ich ihn ja gemacht. Ein Spritzer Öl hier, ein Spritzer Öl da. Und jetzt machen wir Auslassventil. Dieses da. Einmal kurz drüber wischen. So. Tschuck, durch. Ganz von alleine. So, mein Zettelchen. Unter das Ventil hinstellen. So, Position suchen, wo das zurückgeht. Position suchen. Oh, mal den Schließer. So, Zange. Hier hinten rein, leicht schräg, runterdrücken, Schließerschirm, Motoröl, einführen. Neue Halbmonde. Einmal einführen. Hoch mit dem Schimm nach hinten drehen. Zweiter Schimm einlegen. Verifizieren, dass es passt. Runterdrücken, Zange raus, Schimm ist drin. So, und dann machen wir das Öffnerköpfchen auch gleich drauf. Diesmal lasse ich das Ding gleich ein bisschen abtropfen. Und dann drehe ich das hier. Das Öl raus. So. Tschuck. Gut. So schnell kann es gehen. Wenn man das hinten beschwert, ist das echt keine schlechte Geschichte. So, jetzt müssen wir uns hier den oberen Totpunkt suchen. Wir hatten hier die Markierung und da die Markierung und der obere Totpunkt. So wäre der OT. Jetzt mache ich mir da einen Point hin, einen Punkt mit weißem Stift. So, okay. Gut, dann können wir uns dem Ventilspiel widmen. Zuerst den Schließer. Das ist, wie gesagt, der stehende Zylinder. Hier haben wir Auslass 0,06 am Schließer. Dann werden wir das gleich verifizieren mit dem 0,06er Blatt.
So. Oh, der Schirm lässt sich von Hand drehen. Schirm dreht sich. Aber das ist 0,06. Ja, da hat sich nichts geändert. 0,06 bleibt. 0,23 im Öffnerspiel. Mal den 0,20er nehmen. Nein. 0,10er. Der flappt durch. 13. Würde ich das betiteln. Der 15er will selbst mit Ziehen nicht mehr hoch, also 0,13. 0,13 und 10 kleiner geworden. 0,13. So, wir werden dem Ganzen aber noch näher treten und das Ganze nochmal verifizieren. Aber dass sich das Ventilspiel jetzt ändert, ist klar. Ich habe ja neue Ventilkeile drin. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist, was ich da erzähle, aber für mich klingt das irgendwie logisch. Ich werde da aber nochmal drüber nachdenken. So, auch der Ventil, die Ventilführung her, absolut kein Spiel. Und das Ventil fluppt ganz von alleine nach unten. Sehr, sehr, sehr schön. So. Zettelchen. Schön unter das Ventil legen. Gut. Hier müssen wir jetzt wieder die Position suchen. So. Das sieht doch gut aus. Ja, perfekt. So geht das natürlich auch. So, Schließerschirm. Komm her jetzt. Öl. Ventilkeile. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und jetzt stellt euch am stehenden Zylinder im eingebauten Zustand geht es ja noch. Und jetzt stellt euch das vor, ihr müsst das am liegenden Zylinder im eingebauten Zustand machen. Oh. Vor allen Dingen hinten beim stehenden Zylinder nachher, wenn der wenn alles noch zusammen ist und auch der Stoßdämpfer drin ist. Halleluja. So, schön. Langsam nach oben. Immer darauf achten, dass die Schließerkeile. Ja, da lässt sich auch drin. Was hatten wir denn da? Stehender Zylinder. Einlass 0,30. Klingt schlüssig. So. 0,30. Markierung auf OT. So, 0,30. Schirm dreht sich, ganz locker sogar. Na, der 30er geht nicht durch.
Dann schießen wir mal mit 23 hinterher. Ja, 23 geht. 23 geht saugend. Machen wir mal 25. 25. Geht relativ steig saugend. Ja, das würde ich als 25 titulieren. Dann ändere ich das ab. Stehender Zylinder, Einlass 0,25. So, jetzt kommt hier das Öffnerkäppchen drauf. Olio Dante. So, das Öl rausdrehen. Ventilüberschneidung. Kriege ich nicht drüber. Wo ist denn da der? Ich bin doch da genau. Genau an dem Punkt. Ist da vielleicht zu viel Öl drin? Mal durchblasen. Nee, also beim besten Willen, den kriege ich da nicht. Doch, jetzt geht er drüber. Ha. Ja, man muss ihn nur überreden. So, aber ein 014er Spiel. UT. Oh. Oh. 15 steig saugend. Da, da, da. 13, ja 14. So, das ist auch geblieben. 014. Das war mal so 017, 014. Nochmal mit dem 015er. Angehoben, ja. Angehoben leichter. Ja, das ist schon stramm, das ist 0,14. Okay, jetzt machen wir da mal die Klammer rein und dann werden wir das Ding mal durchdrehen und nochmal messen. So, jetzt haben wir hier, sieht man das? Ich gehe da mal ran. Jetzt haben wir hier ein Paradebeispiel, warum es wichtig ist, immer zu kontrollieren. So, ranzoomen. Gut. Jetzt haben wir hier nämlich beide Scheiben auf der einen Seite. Hier ist jetzt die eine Scheibe und die klemmt immer ein bisschen. Aber wenn man das sieht, vielleicht kriege ich sie dazu überredet, doch zu kommen. Ich weiß nicht, ob man sieht, dass sie sich dreht. Ja? Also da ist die eine Scheibe und die muss hier rüber. Die hat sich jetzt ganz einfach vorher mit dem Öl hier verklemmt. So. So, Klammer ist drin. So, jetzt wollen wir mal probieren, ob wir das Ding hier ohne Zange kriege ich das aber nicht gedreht. Ein paar Mal durchdrehen. Zettelchen rausnehmen. Ich sollte mir vielleicht doch mal. Aber das geht schon so.
Platsch. So. Jetzt werden wir noch einmal das Ventilspiel kontrollieren. Hier sind wir auf OT. Stehender Zylinder. Öffner 014. Einlass. Da. 15 müsste jetzt schwersaugend durch. 13 habe ich hier. 13 geht locker durch. 15 klemmt. Also 14. Dann haben wir stehender Zylinder Auslass 013. Das wäre hier. Dann müsste da der 013er saugend durchgehen. Tut er auch. 15er nicht durchzubewegen. 13. Ja, 10er wäre der nächste. Und der geht ja hier durch. Also ich würde das schon als 13 interpretieren. Wenn ich das ein kleines bisschen anhebe, geht er wirklich leicht durch. Ja, also das stimmt. Gut. Also, ich habe schon vorgearbeitet. Und zwar folgendermaßen. Ich habe mir hier schon die Maße der... Moment, ich mache mal das Licht aus. So, ich habe mir hier schon die Maße der Shims aufgeschrieben. So, jetzt sehe ich mich auch. Schließer und Öffner vom stehenden Zylinder Einlass. Den nehmen wir raus, den. Und hier haben wir stehender Zylinder Auslass, Schließer 660, Öffner 348. Also kann ich anhand dieser Informationen mir theoretisch, praktisch und überhaupt ausrechnen, welche Schließer- und Öffnershims ich benötige. Dann werde ich meinen Messadapter nehmen und werde zum Ducati-Kumpel fahren und werde da in seiner Kiste stöbern, bis ich die passenden Shims habe. Dann werden die Shims... Ah, das erzähle ich gleich. Ich räume jetzt mal hier eben kurz auf und dann machen wir das Schlussplädoyer. Schlusswort. Ja, das Schlusswort. Was haben wir denn heute alles gemacht am Montag? Wir haben ein bisschen nachlackiert, beziehungsweise ein paar kleine Teile. Einatmen, ausatmen. Wir haben heute ein paar Teile lackiert, Bremspumpen und einen Deckel und die Ventile eingeschliffen und das Ventilspiel nachkontrolliert, das sich ein kleines bisschen geändert hat. Wobei ich sagen möchte, es könnte von mir im Vorfeld auch ein Messfehler vorliegen. Deswegen kontrolliere ich das ja so oft, dass ich den genauen OT habe oder so genau wie möglich, dass ich nicht in einem falschen Nockenwellenwinkel bin, wo sich das Ventilspiel dann verändert und so weiter und so weiter. Vom liegenden Zylinder ist die Markierung Nockenwellenrad zum Gehäuse die OT-Markierung, weil am Motor unten auch die OT-Markierung ist. Im stehenden Zylinder ist das aber nicht die OT-Markierung, sondern diese drei Markierungen auf den Nockenwellenrädern oder die Markierungen auf den Nockenwellenrädern und die Markierung auf dem Antriebsrädchen sind nur zum Zahnriemen auflegen. Den oberen Zylinder muss man den OT suchen. Das heißt, ich hatte das ja gemacht mit der Ventilüberschneidung und das war genau diese Markierung. Wo beide Markierungen übereinander liegen, ist die Ventilüberschneidung, was ja logisch ist. 360 ist eine komplette Umdrehung. Liegender Zylinder hat mit der Markierung auf dem Nockenwellenrad den oberen Totpunkt. Das heißt, er ist beide Ventile sind geschlossen. Drehe ich jetzt 180 Grad weiter,
dann habe ich die Ventilüberschneidung, dann drehe ich 180 Grad weiter, dann habe ich wieder den oberen Todpunkt. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, also das nächste wird sein, ich marschiere zu meinem Ducati-Händler Fritzen und werde mir die passenden Shims raussuchen. Wenn er mir einen guten Preis macht, kaufe ich die anderen auch, weil so ein Ventilschimm-Set mal zusammenzustellen für die Ducati-Motoren kann ja auch was. Wir haben ja hier ein paar Stück, 4 Elefanten, 2 Ducati, dann die Carenata heißt die, glaube ich, die 900er, hat ja dieselben Ventile drin und dieselben Shims, die gehört ja auch mal eingestellt. Die Höllenmaschine im Übrigen, das macht nichts. So, mir bleibt für den heutigen Tage nichts weiter, als wie euch zu danken für euer Interesse. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Daumen hoch, danke für eure Kommentare. Hier geht's zum vorherigen Video und hier gibt's ein Abo, kostenlos. Und ich sage, pfiat euch, baba.